Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dave the Diver und meinem ersten und vielleicht letzten Nachttauchgang. Da sollen ja garstige Wesen unterwegs sein, aber ich will den lauten Gast wegkriegen, der das Muränen-Curry gerne hätte. Und wir sind mit einer Schusswaffe ausgerüstet, mit verschiedenen Amuletten, aber ich möchte so Schaden. Hier, das will ich nicht, das Tintenfisch-Amulett, das möchte ich tauschen. Gegen... Ja, Sauerstoff. Notfallsauerstoff. Ich will keine kurze Strecke sprinten. Ich möchte das Ding da drin haben und ich möchte hier weniger Schaden auswählen. Zack, so, jetzt passt's wieder. Meine Güte. Man merkt, dass im Spiel Abend ist. Okay, wir versuchen das einmal mit den Muränen. Es soll sehr gefährlich sein hier in der Nacht. Oder am Abend jetzt zumindest. Es ist auch alles eine ganz andere Lichtstimmung getaucht hier. Und andere Musik gibt's auch. Aufpassen, was bist du denn? Du bist keine Muräne. Du bist eine Qualle, oder? Was ist, wenn ich dich anschieße? Das Ding ist nicht besonders schnell. Ich weiß aber auch nicht, was es ist. Und was ist es? Ach, eine Würfelqualle. Da haben wir noch was fürs Quallenfest gesammelt. Och, natürlich. Der Hai direkt an der Oberfläche. Möchte ich fast gar nicht runtertauchen. Noch eine Würfelqualle. Bis jetzt läuft das hier gar nicht so schlecht mit der Nachttauch-Session, aber natürlich dadurch, dass da Arbeitszeit verloren. Machen die anderen denn nichts, wenn ich nicht da bin? Servieren die nichts oder wie? Ich die Muräne her. Ich muss wahrscheinlich tiefer tauchen. Was ist das denn da links? So, ein Stück Metall. Was waren das denn, die hier so im am Rand drin waren, die Muränen? Okay, so ein Samurai-Schwert ist ja schon nicht verkehrt. So, hier wäre ein Notauftauchpunkt. Ist auch nicht schlecht. Ist das eine Muräne? Das ist eine. Na dann komm.
Ah, was? Einfach mal so weggesaugt, die Moräne. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das unbedingt so im ersten Tauchgang gleich schaffe. Okay. Ich habe meine Munition verbraten. Aber ich habe ein ordentliches Buttermesser dabei. Kann ja auf jeden Fall noch mal ein, zwei Minuten weiter gucken. Ich muss ja nicht unbedingt in die Tiefsee. Ich weiß, du wirst gleich sauer auf mich sein. Boah, ein Barracuda. Und überladen. So, ab nach Hause. Wir haben, was wir wollten. Und sogar noch deutlich mehr. Alles klar. Zurück. Schnell, 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 schnell. Sehr gut. Ich bin stolz auf mich selber. Ihr auch auf mich? Schreibt es gerne in die Kommentare. Alles klar. Dann ab ins Restaurant. Wo es meistens wintergefährlich zugeht. Meistens. So, Moränencurry. Das müssen wir wahrscheinlich erstmal erforschen. Können wir nicht. Dann haben wir es aber ja sicher auf der Menükarte. So, das Moränencurry. Ich habe ja allerhand neu hier, ne? So, Blaukopftorpedo Sushi. Nee. Makrelen-Sushi. Was ist denn Moränen-Sushi? Aber er will doch kein Moränen-Sushi, sondern er möchte Moränencurry. Hier, Moränencurry. So, das kommt so auf die Speisekarte. Genau eins. Ja, gibt auch ein bisschen, gibt auch ordentlich Kohle. So, lass mal gucken. Hiervon haben wir viel. Torpedo, Blaukopf. Den können wir erst nochmal veredeln. Sollte auch nicht zu viel auf die Speisekarte setzen, weil wegen ein Drittel der Nachtschicht ist schon um. So, was haben wir denn noch? Schwarzer Schnapper-Sushi. Können wir veredeln. Was ist denn eigentlich dieses... Nein, 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 nein. Ich kann doch auch... Wie funktioniert dieses Autokochen? Ich weiß immer noch nicht genau. Naja, wurscht. So, und dann nochmal hier eins davon, eins davon. Eins hiervon. So. Und los geht's. Haben wir einen Haufen Personal. Der besondere Gast. Ja, es hat noch einer bestellt, aber er kriegt. Da wird er wieder zum Kind. Schluchz, das ist genau der Geschmack, an den ich mich erinnere. Oh, ich bin froh, dass es dir schmeckt.
Das Essen weckt Erinnerungen. Einmal wurde ein junger Mann, der mit seiner kranken Mutter in meinem Dorf lebte, von einer Moräne gebissen, sodass sie nicht mehr ins Meer konnten. Ich war damals 12 Jahre alt und begab mich in die pechschwarze Dunkelheit, um der Moräne eine Harpune in die Kiemen zu jagen. Ich brachte ihnen die tote Moräne und die Mutter bereitete mir zum Dank einen Moränencurry zu. Der Gedanke an den freundlichen Blick dieser Frau treibt mir die Tränen in die Augen. Auf jeden Fall, danke für das Essen. Das war fantastisch gekocht. Alles klar. Ach ja, ich sagte ja, dass ich dir etwas Nettes erzählen würde, oder? Nee? Du hast gesagt, dass du was Nettes, ein Geschenk für uns hättest. Das hätte ich bei all der Nostalgie fast vergessen. Haha. Besuch mich auf dem leeren Grundstück hinter diesem Gebäude. Im leeren Grundstück hinter diesem Gebäude? Was? Okay. Ottos Geschenk. Wisch. Schicht abgeschlossen, aber nicht alles verkauft, oder? In die Cookster-App soll ich schauen, um die Bewertung zu verbessern. Gut. Aber alles der Reihe nach. Alles der Reihe nach. Otto ruft an. Hast du gut geschlafen? Gestern habe ich dir gesagt, ich würde dir etwas Gutes erzählen. Nimm dein Boot und komm hinters Restaurant. Okay, machen wir das mal. Go? Fragezeichen. In die Tiefe hinab, Kapitel 2. Ottos Geschenk? Fragezeichen. Neu in der Fischfarm. Da wird der Hund in der Falle verrückt. Was? Jetzt betreiben wir noch eine Fischfarm oder was? Wow! Was ist das für ein Ort? Ich sehe schon, du hast hart gearbeitet und täglich neue Fische gefangen. Ich habe eine Fischfarm gebaut und bin gestern nach nur einem Tag fertig geworden. Was? Du hast nur einen Tag gebraucht? Jedenfalls, hier kann man Fische züchten und sie sich auch vermehren lassen. Ich erkläre dir alles Schritt für Schritt, also hör gut zu. Das werde ich tun, Otto. Komm erst einmal mit zum ersten Abschnitt. Okay. Fischfarmen müssen ihren Fischen die richtige Umgebung bieten. Jeder Abschnitt beinhaltet Fische aus verschiedenen Meerestiefen. Hier kann man Fische züchten, die in Tiefen zwischen 0 und 50 Metern leben. Jeder Abschnitt bietet nur begrenzten Platz und wenn die Dichte 100% erreicht, passen keine Fische mehr hinein. Du kannst natürlich den Platz vergrößern, gegen etwas Geld natürlich. Haha. Jeder Abschnitt ist mit einer Kamera überwacht, also kannst du hineinschauen. Folge mir nun. Details anzeigen. Ach was. Toll, oder? Ich habe schon ein paar Fische für dich hinzugefügt. Wow, das ist wie ein Aquarium. Gut, passt nicht so ganz zu dieser Netzoptik, die man da gesehen hat. Aber ist egal. Coole Sache auf jeden Fall. Ja, alleine schon der Anblick des Wassers hat etwas Beruhigendes. Aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck einer Fischfarm. Ich zeige dir, wie man sie Stück für Stück herausnimmt. Pass auf. Fische aus der Fischfarm können direkt zu Banjo-Sushi geschickt werden, wo sie als Zutaten verwendet oder direkt verkauft werden können. Ach was, sie können auch direkt verkauft werden dort? Falls du einmal keine Fische fängst, weil du mit anderen Abenteuern beschäftigt bist, keine Sorge. Aber wie fügen wir der Farm neue Fische hinzu? Wenn ich sie fange, sind sie schließlich bereits tot.
Farbe? Gute Frage. Du kannst Fische der Farm hinzufügen, indem du Fischeier einsammelst. Okay. Wenn du Fische lebend fängst, bekommst du manchmal auch Fischeier. Farbe. Die Eier werden automatisch hergeschickt. Ach, und noch eine Sache. Farbe. Wenn du zwei oder mehr derselben Art hast, können sie sich auch vermehren. Wow, ich verstehe. Farbe. Ich habe je zwei Fische hineingesetzt. Das Ergebnis solltest du morgen sehen können. Komm morgen wieder. Wenn du Fische fängst, erhältst du manchmal Fischeier. Diese können in der Fischform ausgebrütet werden. Wenn die Jagd keine Lösung bietet, versuche es mit Zutaten aus der Fischform. So, warte mal. Tiefe bis 50 Meter. Komm schon, warte nur einen Tag, Dave. Morgen können wir bestimmt neue Fische begrüßen. Komm schon, warte nur einen Tag. Ach komm, ich darf nichts machen jetzt. Ach so, das ist hier, da wo die Netze drauf gespannt sind, das sind die Parzellen, die ich mir gegen einen Einwurf kleiner Münze noch dazu kaufen muss, oder? So ist das. Ja Mensch, finde ich cool, mit der Fischform. Also das hier sind die nur Fische, die man nachts fangen kann hier, oder was? Da hinten sitzen auf der Boje oder was das ist, die Möwen und warten drauf, dass gerade keiner hinguckt. Hier oben, die sitzen drauf, passen auf, sagen Bescheid, dann kommt das Überfallkommando und klaut die Fische. Irgendwie sowas. Ja, nicht schlecht. Ich kann tagsüber auch zum Sushi-Restaurant, brauche ich aber nicht, ne? Zurück zum Boot. Also beziehungsweise, mein Boot fahre ich ja sowieso, aber hier wieder aufs Meer, ans blaue Loch. Otto wurde als Kontakt hinzugefügt. So, in einem Tag ist dieses Quallen-Event. Dann muss ich noch das Mikrofon finden. Das muss irgendwo da sein, wo das gesunkene Schiff ist. Dann sollte es doch neue Beiträge auf Cookstar geben. So. Ich hätte ein Foto machen sollen, aber es war zu lecker, um zu warten. Alles klar. Na, nichts mehr drin. So, meine Seite. Rangaufstieg. Bronze, Silber, Gold. Bester Geschmack, da fehlt aber noch was. Für den Rangaufstieg gibt es noch Platin und Diamant. Okay. So, Echo Watcher, Marinka. Okay, da scheint es nichts Neues zu geben. Das können wir uns dann aber immer noch in Ruhe angucken. Ich will mal kurz nochmal bei der iDiver-App gucken. Also die maximale Tiefe könnte ich noch erhöhen. Brauchen wir momentan noch nicht. Frachtkiste ist auch okay, aber ich denke, es ist eher eine gute Geschichte, wenn wir hier nochmal deutlich mehr Sauerstoff in die Flaschen reinbekommen können. Das macht uns das Leben nicht nur leichter von der Gesamtzeit, die wir tauchen können, sondern wir sind auch nicht so schnell tot, wenn uns dann doch mal ein Räuber in den Tiefen des Meeres angreifen sollte. Gut. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann redlich versuchen, wenn nicht irgendeine kleine andere Quest noch dazwischen kommt, das Mikrofon zu finden. Und ich überlege gerade, ob ich da unten vielleicht nochmal das Netz mitnehmen sollte. Falls es noch Quallen gibt für den Event, ja. Komm, das machen wir. Wir nehmen hier nochmal die Netzkanone mit. Und ja, hoffen das Beste. Dass wir nicht wieder irgendetwas tun müssen, wo wir eine Schusswaffe besser gebrauchen könnten. Naja, abwarten und Tee trinken oder in dem Fall abwarten und Sushi essen. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.